Hey Leute und willkommen zur ersten Folge Minecraft Village. Ich habe meinen Arm und das stört mich überhaupt nicht. Ich bin hier gerade alleine. Irgendwie hat keiner Bock auf mich. Vielleicht liegt es am Pfeil. Sieht nicht so schön aus. Okay. Tja, an meinem Essensgeschmack merkt man schon, dass ich dumm wie Brot bin, ne? Tja. Ob die anderen heute nochmal ankommen? Ich weiß es ja nicht. Sieht nicht so gut. Ich sehe dich. Warum ist da eine Kiste? Hä? Irgendwer lacht da. Ich glaube, die sieht uns nicht. Das ist ja nicht Stroh. Ich gucke euch an und du sagst einfach, ich glaube, die sieht uns nicht. Oh mein Gott! Du bist nicht alleine hier! Sorry! Ich kann mich auch mal irren! Super Mecker? Ja. Meine Frage: Hast du die Katze losgelassen? Katze? Welche Katze? Guck mal, hinter dir! Hinter dir! Ach du Scheiße! Tiger! Hi! Hey. Ist ja nicht so, dass ich dich schon gerade gesehen habe. Ich bin keine Katze! Eine ausgewachsene Katze. Sorry, wir müssen hier drin bleiben. Die haben Spaß da draußen, wir müssen hier drin bleiben. Ja. Vampira ist nämlich ein Vampir, was der Name gar nicht sagt. Ja, hi. Eine Frage: Ist dein Blut gesund? Bleib mir fern. Auf mich zu beißen. Dein Blut wird nicht gebissen. Das sag ich doch nicht. Hier so, sind wir aber sicher. Die Kerber Fuchs hat leider die Arschkarte, die muss jetzt mitkommen. Ja, Vampire auch, der gehört auch zu uns. Vampire, Rüstung an. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Mit Lichtschutzfaktor, keine Ahnung, wie viele Nullen. So, wir machen uns auf den Weg. Und tschüss. Ja, Super Maker HD, die Komödie Show auf zwei Beinen. Juhu, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, meinen Skin umzuändern. Wie lange bleibt dieser Pfeil eigentlich in meinem Arm? Welcher Pfeil? Bei mir ist ein Pfeil. Bei mir ist ein Pfeil. Was ist für die? Naja, jedenfalls habe ich jetzt eine Comedy-Krone. Mein Zertifikat darf ich auch nicht vergessen. Und meine Comedy für dumme Ratgeber brauche ich auch. Ich brauche Essen. Was brauchst du? Essen. Ich hätte dummes Brot. Bist du Veganer, Vegetarier? Isst du Menschen? Wäre gefährlich. Das Thema. Ja. Nein. Oh, das sah aggressiv aus. Und hier steht, Josima, die verirrte etwas auf zwei Beinen in der Natur. Mein Schild muss sehr wichtig, dass sie in der Natur verirrt ist. Ich glaube, der hat mein Schild nicht behalten. Ich habe Carlos, mein Kuscheltier. Mhm. Oh. Mein Tagebuch, mein Schwert. Nochmal Karl essen. Banner. Was? Das ist ein Jacke. Kuscheltier. Oder eine Rettungsweste. Steht der bei dir jetzt? Ich hab kein Schwert. Ich bin eingestellt. Ja, ich darf das andere nicht stehen haben. Der gehört jetzt mir. Raus da! Hallo, nicht so aggressiv! Warte! Was? Ich bin ein 12 PvP-Profi. Willst du mich mit mir anlegen? Ich halte mich da raus. Das Thema kommt das Schild von dir? Ja, das Schild kommt von mir. Ist doch schön, es wird schon wieder Nacht übrigens. Oh, da haben die Vampire freuen sich. Musik da haben die anderen Glück. Also wenn ihr unterwegs seid, passt auf, dass ihr nicht von einem Vampir angegriffen werdet. Ja. Also wohin? Oh. Guck mal. Blut! Ach nee, Ketchup. Ich
Es ist schon gestorben. Vampire ist gestorben, die Folge bekommt ein Like. Moment, ich werde dir hier noch ins Dorf auf die meisten Toten einrichten. Da bin ich mal gespannt, was am Ende steht. Vampire 1000. Wer weiß. So, ihr müsstet wissen, wir haben vorher schon einen Durchlauf gehabt und da habe ich all meine Sachen verloren. Ja, alle haben Durchlauf gehabt. Ich war der Einzige, der nicht durch ein Monster gestorben bin. Ja, du bist durch Ungeziefer gestorben. Ich bin durch miese Ratten gestorben. Ja, so kann man sagen. Hate Zemplaritz! Was? Nichts. Wir brauchen Holz, wir brauchen Mine, wir brauchen alles. Wir brauchen eine Höhle. Ich hatte eine Schlucht, aber da habe ich die schon leer gefahren und da bringt das nicht nochmal hin zu denen. Ich habe noch ganz gefarmt, außer ein paar Bäume. Und dann bin ich gestorben. Ich hatte schon Eisen, ich hatte schon Golderz, ich hatte schon Eisenrüstung. Ja. Guten Tag, Herr Zombie. Mein erstes Ziel ist, mich Diamanten zu. Und sollen wir mit dir erst einmal eine Dierpick und Nast machen, damit ordentlich Material sammeln, eine kleine Hütte erstmal bauen, dieses Villager-Dorf suchen, wo Villager sind, die ummauern, das hat. Ich habe einen Pillager-Stützpunkt gefunden. Aua! So geht das. Es gibt einen Trick, wenn du mich schlägst, Zombie, und dann gleich nochmal trotz S drückst und B dann hätet der dich nicht, weil du den Zombie zurückschlägst und wenn du trotz zurückgehst, hast du trotz Zeit, eine Stadt aufladen zu lassen. Ich war gerade dabei, mir meinen Kopfhörer wieder reinzumachen. Ach, ich hab ein Headset. Toll, hatte ich mal, das war dann kaputt. Schreibst du gerade in dein Tagebuch? Hallo, ich hab gerade nur was im Buch vorgelesen. Die ersten zwei Leute sind schon gemutet, okay. Ich hab nur was vorgelesen und hab mich ermutet dann. Die ersten zwei Leute sind schon an den Ständen wieder. Hab ich schon gesehen. Wo ich oh, was machen die denn da? Ach du scheiße Phantom! Oh, Jessie, man hat sich geschlafen! Schnell rein! Schnell rein! Die muss schlafen, ja. Alleine im Fenster. Alle schlafen. Bitte alleine im Fenster. Die Phantom der Oper. Wer es noch nicht gecheckt hat, ich bin hier Comedian übrigens. Ja, und zwei Teams gerade, ne? Bei beiden sind zwei Mädchen und ein Junge. Na, bei uns kommt auf jeden Fall noch Gaming Nerd dazu. Ja, Zuschauer sind immer. Apropos, es hat sich spontan ergeben, dass wir jetzt nur noch zu 18 statt zu 10. Also wenn noch Zuschauer Lust haben, ihr könnt gerne mitmachen. Wir wollen mal so sagen, zwei Leute namens Mini und Zed Flaretz meinten, sich das Infobio nicht durchzuschauen und meinten hier auf Stress zu machen. Ich will ja nicht spoilern, ne? Aber am Ende war das ganze Haus in Flammen gesteckt. Nein! Lass das! Meine Fresse! Wofür habe ich all die ganzen Tage gearbeitet, hä? Wofür? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hört! Gerade nur, weil ich verdammt nochmal wegen Skelett gestorben bin, wollte ich eigentlich nur nach Hause auf einen Punkt wieder laufen, wo ich mich verlaufen habe, um meine Items wieder zu finden. Dann bin ich nochmal gestorben und was sehe ich? Ja. Alter. Du hast also, mir einen Gefallen und wirfst die kurz raus. Ja, ich gebe den ersten Mal nämlich auf Discord diesen Village-Rang weg und ich mute die beide auch mal direkt. Das heißt, die kriegen Mute dran und können erstmal nichts mehr schreiben und so. Das ist, wo weiß was?
kickt die einfach nur, dann können sie. Also sie können ja jederzeit mit der LP wieder rauf, aber werden gekickt, damit sie erstmal hier nicht mehr drin sind. Auf dem Discord erstens. Und dann sollte man sie. Junge, ich glaube, es hackt hier. Geht's noch, meine ganze Arbeit kaputt zu machen? Ja. Alter. Kannst du, kannst du die hier auf dem Server auch mal kicken, Kurs? Ich hab ja, oder hab ich schon Rechte bekommen, oder wie? Ja, du hast schon Rechte. Okay, weil ich hatte einen Chat, einfach nur, okay, weil ich für mich. Das hatte, ja, gut. So, wer ist das hier? Z Flarex, ne? Z Flarex, ja. Und Z Mini, das sind die beide. Ich meine hier direkt vor mir. Sag mal. Die machen meine ganze Redstone-Schaltung hier kaputt. Ja, erst recht, das ist ja nochmal. Die wissen nicht mal, wie lange das gedauert hat. Und machen alles kaputt. So hatte ich mir meine erste Folge nicht vorgestellt. Alter. Durch deren Scheißaktion ist meine ganze Aufnahme im Arsch, ey. Warte, mein ganzes Projekt ist gerade im Arsch. Sorry, aber. Supermaker? Ja. Wie gesagt, wir können nochmal von vorne anfangen. Ja. Aber wir werden dir, wenn du uns Geldmut eben geben würdest, würden wir dir helfen, dass das Haus wieder aufgebaut ist. Ja, ich das, was sie jetzt gemacht haben, das fand ich so asozial. Supermaker, am besten bevor du nächstes Mal nach diesem Projekt, falls du noch mal eins machen solltest, ja, red erstmal mit den Leuten das und schau, ob die überhaupt. Ich kann dir genau erklären, was nämlich passiert ist. Wir haben dir die Idee erzählt, die Baby noch nicht hatten. Wir haben die Aufnahme gemacht, sind dann zum Haus gelaufen, so getan, als würden wir das Haus nicht kennen und so weiter. Ey, ich hab meine Items in der Enderschiss. Ich hab Zetlerix und so gesehen. Löschen. Ich hab Zetlerix da oben gesehen. Wir sind hochgegangen, um unsere Sachen zu holen, die wir da hatten. Ja. Und dann habe ich nur gesehen, die Stände von allen sind abgebaut, die Banner sind weg. Zetlerix tötet mich, damit er mein Bett hat. Ich sammle das auf, der killt mich wieder. Dann gehe ich da wieder, um mein Bett zu holen, und der zündet da alles an. Leute, nimmt am besten, und hat es auf Jasmina und auf mich geschoben. Jasmina und so in die Taschen gesteckt. Vor allem Flarez hat ja schon angefangen. Er hat rum. Und das Ding ist, ich hab so, und er sagt, er hat Aufnahmen, ne? Aber das Ding ist, die Aufnahme, die hatte mit Sicherheit von sich selber. Ich hab meine Aufnahme nämlich gar nicht gestoppt. Ich habe jetzt extra laufen lassen, damit ich das noch nachgucken kann. Ich hab jetzt meine Aufnahme auch. Ja, ich nehme auch noch auf, also. Wir haben das gesehen, also. Ich hab meine Grabbände, weil die für Marsch sind dann die beiden. Ich bin wirklich eigentlich sehr ruhig und lass mich nicht so leicht aus der Fassung bringen, aber gerade bin ich richtig ausgerastet, ne? Ich bin auch ausgerastet, wo die auf mich. Also ich sag nur so, die haben Gamma Fuchs die ganze Zeit getötet, also wenn ich ein Projekt mache, ich bin eine, die nicht herumgrieft oder sonst irgendwas. Ich bin eine, die da wirklich mit jemandem wirklich was zusammen aufbauen möchte, aber die haben mir alle schon kaputt gemacht. Das also Ding ist halt... Hallo, Flarez hat dann Anfang, wo ich wettlaufen wollte, ist das halt auf mich gegangen. Ja. Dann habe ich ihn auch gekillt, habe seine Items irgendwo auf dem Weg verteilt. Ja, also viel Spaß halt mit den Warnschienen. Ich helfe dir da. Die haben die ganze Redstone-Leitung da unten kaputt gemacht. Ich helfe dir da, ich kenne mich mit Redstone aus. Ich greife jetzt erstmal hier die komplette Decke ab und baue die gleich nochmal neu, weil das Leute... Mach bloß erstmal hier oben das Feuer mit aus und dann helfe ich dir mit dem Redstone. Spätiger, bau an Blöcke, die brennt erstmal, das können wir gleich wieder aufbauen. Also ich würde sagen, mit der Aufnahme wird heute nichts mehr. Nein, müssen wir. Müssen wir dann auf Ja, das kann man halt schlecht hochladen, ne? Ja, das kann ich heute nicht. Man kann das hochladen, aber das wäre echt kein guter Anfang. Weil ich das mache, ich werde das reinschneiden in ein Video, werde aber auch das YouTube reinschicken und sagen, das sind keine YouTuber, das sind Leute, die alle schlecht machen. Dass die dann auch aus YouTube rausgelöscht werden. Also wie gesagt, wir werden dir jetzt helfen, weil du hast dir echt Mühe gegeben, das alles aufzubauen oder ihr das beide hat gedauert, so gedauert, ja. Ich habe mich tagelang hier auch gefreut und dann... Alter. Kannst du mal eben die Monster abstellen, dass die Monster nicht spawnen, weil das wäre jetzt gerade echt nice voll. Du Mob spawning. So, Mike, hattest du gerade, weil ich dir geschrieben habe, die ist mit Fire-Teat-Speak abgestellt? Die Aufnahme wird heute nichts. Also ich würde gerne jetzt kurz bitten, eine Kurzerklärung zu bekommen. Ja, Jasmina, gehen wir in den anderen, ich erkläre es. Komm, Sprachkanal ein. Okay. Hochfahren kann. Ja, die haben alles. Die haben uns wortwörtlich das Projekt, wir haben uns alle auf das Projekt gefreut. Gamma Fuchs, sie war schon seit Tagen
hat sie sich darauf gefreut. Und was machen die? Ich geh mal kurz zu Metz und schalte nach unten. Das Schönste, was ich auch finde, wir haben alle Farben dagelassen, nur meine Schwarzfarbe hier nicht. Ich hab ein Pink. Wer hat das hier, das Bett eigentlich? Die haben alles abgebaut. Ich hab irgendein Bett. Das ist jetzt gerade, also da muss ich echt sagen, die waren schon so allein so unfreundlich bei der Aufnahme. Wo wir angefangen sind, da fand ich das schon, dass sie so ein bisschen unfreundlich waren. Ja, das ist so. Alter. Dein Twinness. Und ich habe zu Gammafuchs auch gerade schon gesagt, ich glaube, dass Supermärkte jetzt gerade richtig sauer ist und richtig traurig gerade. Weil, guck mal, wenn man bedenkt, was für eine Mühe du dir hier gegeben hast. Vor allem, dass ja es auch schön aussieht und so. Ich musste das 1000 Mal umbauen. Oh, meine Güte. Jasmina ist auch extrem angepisst, weil sie hatte den Dorf in der direkt gefunden. Jawohl. Ja, moin, moin, moin. Das kann ich aber auch verstehen, wenn die denn angepisst ist. Sind wir alle spät hier? Wir sind alle angepisst. Also sowas Asoziales, ehrlich gesagt, habe ich noch nie gesehen. Ich hab das schon mal gesehen, den Mann in einer anderen Beute, die ich mal selber machen wollte. Ja, es gibt viele asoziale Menschen. Ich hätte die von Anfang an von dieser Nachricht her schon gar nicht mit reingenommen, weil ich mir schon gedacht habe, weil ich bin mal auf deren Kanal gegangen, hab geguckt, die haben da so ein, zwei Videos hochgeladen, die ich gesehen habe, und dann war irgendwie so eine Scheiße da drauf, wo die irgendwie Leute ärgern und so weiter. Ich hätte von dir da nicht reingenommen, von Anfang an nicht. Ich wette mit euch, dass sie wortwörtlich das, was sie aufgenommen haben, hochladen. Machen die auch. 100%, wenn die überhaupt was aufgenommen haben. Na, das würde ich mir dann gerne mal angucken. Und dann werden die gehatet. Das kann ich jetzt schon sagen. Die werden ganz gehatet. Die werden richtig gehatet. Von mir auf jeden Fall. Ich werde das Video auf Twitch hochladen, dass da meine über 500 Follower die mal richtig drunter haten. Ich werde mir Mühe machen und das extra für Twitch hochladen noch. Also ich bin derbste angepisst. Also ja. Man hat mich noch nie so richtig sauer gesehen, aber das geht gar nicht. Ja, bei mir ist es auch so. Ich habe mich eigentlich gut im Griff, aber bei sowas, das ist einfach unter. Ja. Und das ist unmenschlich. Als ich das gesehen habe, bin ich erstmal zu denen runter in den Channel gegangen und habe die so gesagt angeschnauzt deswegen, dass die einen den Spielspaß wegnehmen. Ich hab schon an den Nachrichten gemerkt, dass sie keinen Bock und an der Frage, was der Sinn des Projekts ist, dass sie keinen Bock haben, nur Scheiße bauen wollen. Damit wir unten alle zugebaut. Und wir helfen immer gerne. Yep. Aber das sehen wir sehr schnell wieder gut eigentlich, ne? Es ist ja deren Aufgabe, das aufzubauen, ne? Aber die lassen sich nicht nochmal auf meinen Server. Dafür bezahle ich kein Geld. Aufbauen. Also, die würden das nur weiter zerstören. Wenn die jetzt Gelmod-Rechte hätten oder OP-Rechte, sag ich jetzt dann mal. Dann wäre alles kaputt. Dann wäre alles hinüber. Der komplette Server im Arsch. So. Die würden den Server zerstören komplett. Nicht nur das Haus. Okay, und das ging davon aus. Guck mal, wenn wir jetzt alle mithelfen, wie schnell das Haus wieder aufgebaut ist. Yep. Die Schaltung ist auch so tricky fertig. Ich werde jetzt einmal ausprobieren. Weil ich müsste die Schaltung schon wieder heile sein. Und allein, wenn man jetzt so bedenkt, Supermecker, das ist ja gestern bei meinem Livestream mitgekriegt, wir sind alle nett. Ja, das habe ich bemerkt. Ich weiß, wir sind alle ein bisschen verrückt. Aber verrückt? Ach, das verrückt passt, ich bin auch verrückt. Gamma, verrückt nicht. Supermecker, du hast eine Weitschaftsaufzahlung gehabt, ne? Verrückt ist das nicht mehr, Gamma. Das ist super verrückt. Supermecker, du hast eine Weitschaftsaufzahlung. Du hast wieder gesagt, es ist normal. Das ist normal so. Also ich glaube mal eher, dass Supermecker Gaming Dirt auch vertrauen kann. Ja, dem kann ich vertrauen. Weil ich nämlich gesehen habe, dass du ganz viele Videos mit dir nämlich hast. Und ich gucke auch ständig seine Videos, also. Gaming Dirt kann man wirklich vertrauen. Ich habe mir seinen Kanal so angeguckt, der hat wirklich viele Projekte am Laufen, wo er eigentlich nur Mitspieler ist. Ey, man hat die Leute nicht ab. Ich habe das ja mitgekriegt, deswegen sage ich ja, Gaming Dirt kann man auch vertrauen. Mhm. Also wenn der da jetzt das mitgekriegt hätte, der wäre auch bestimmt richtig sauer. Der wäre wirklich ausgerastet mit. Ja. Ich habe ihm auch gerade geschrieben, dass er froh sein kann, dass er heute nicht dabei war. Was hat er gesagt? Hat noch nicht geantwortet, er ist halt offline. Weil er hat halt keine Zeit, sonst wäre er ja hier.
Okay. Das ist Mina! Mann, bei mir kann es ein bisschen dauern mit zwei Accounts. Irgendwie, irgendwas ist mit der Leistung gerade bei mir gemacht. Irgendwas ist mit der Leistung. Wir haben gefühlt, dass es nicht unser letztes Projekt wird, irgendwie. So nicht. Das wäre verschwendetes Potenzial. Also, ich glaube, das wird eher der Anfang einer großen Geschichte. Zählt. Die Geschichte von einem spielerischen Stück Dreck, wenn man es auf Deutsch mal nennt. Gaming Dirt, ja, dann von einem Vampir der dunklen Mächte, einer normalen Survivalerin, die in der Wildnis leben kann, einem Tiger. Ja, gut, Leute, ihr müsst aber aufpassen, weil ihr habt ja jetzt Vampire, wir sind durch den Anfang. Wesen hier. Ja, also ich hab wir haben sogar passend lila und... Und dann haben wir einen Regenbogen. und einen Regenbogen. Und sogar noch gegenüber. Und ist jetzt und ein Regenbogenwesen haben wir hier. Ja. Und ein Super Mecha kann man eigentlich jetzt machen. Super Mecha ist auch so Bible. Ich würde sie lieber als Komödie einstellen, weil das Video ist lustig. Das werde ich mal. Ich mache hier dann irgendwann eine Comedian-Show. Ja. Deine TV-Show ist doch eine Comedian-Show, oder nicht? Das war eine schöne Idee hier. Ja. Also, das ist schon so einstufen. Aber hier unten fehlt euch noch Laternen. Warum können Villager so dumm sein? Nein, hier unten waren noch ein paar mehr. Ja, hier unten waren auch noch ein paar mehr Laternen. Für Gamers Dirt. Ja. Öffne mal. Hab mal, ich hab vielleicht eine Idee, was sie haben wollte. Wolltest du was halt hier haben, ne? Was die mal hinter dir? Ja, gut. Gute Idee. Mit der Farbe. Darüber wird Gaming Dirt sich freuen. Glaube ich auch. Ein Besuchspaket raus, nämlich. Runde. Komm mal da rein. Warte. Da rein. Ein Keks. Ich muss die Erde noch durchgucken, wie die heißen. Ich hab's gesehen, die Erde heißt Keks und die Cookies heißen Durchfall, ey. Aber das andere Erde heißt auch, haben wir auch andere Namen. Ich guck gleich. Okay, ich weiß, dass sie es lädt. Ich weiß, das sind so ein paar Erdstücke, das eine heißt ein, das andere heißt Keks, für und dich. So, ich weiß es, wie es steht. So, welche Farbe wolltest du haben? Roter Hintergrund, ne? Also, der Hintergrund ist so gut orange. Die Katze wollte ich so gelb. Das ist Gaming Dirt Banner. Einfach Gras. Du bist in der Sonne. Komm raus da. Ich finde einfach, dass die Sachen einfach zu einem Charakter passt. Ja, okay, ich brauche Blut. Ich brauche noch kurz meinen. Den Helm? Ich hab dir einen Helm gemacht, ich hab gerade einen gemacht. Und hier. Ich hab mir ein Tagebuch geschaffen, weil ich bin ja ein Abenteuerin und Abenteurer haben auch. Ich brauch noch das verfluchte Blut der Vampire. Hier ist ein Amboss. Das wird jetzt ein bisschen personalisierter. Ich kann ja auch mein Banner sehen. Professionell sind wir hier. Ja. Und guck mal das Essen von mir und dem Vampire an. Vampire hat mich infiziert, wir sind jetzt Vampire. Und ich bin vollwertiger Comedian. Ja, und Super Mecha ist die Comedian. Guck die Kiste an, guck dir mal die Kiste hier oben an. Guck dir die Kiste mal hier oben an. Da Cookie-Schild. David schon hier. Und guck die Bücher in meiner Kiste an. Durchfall, echt? Ich hab das? Ja. Bei der Sprache. Passt das? Was ist das? Und Strafaufgabe. Ja. Passt. Aber warte. Die den Regenbogen. Aber wir dürfen den eigentlich. Aber was soll da für eine Farbe hin, ist die Frage.
Irgendwas Regenbogen. Das könnte ich sogar sagen. Ja, weißt du was, das mache ich sogar. Ich mache meine Augen jetzt unter den Kontaktlinsen rot und wenn ich das dann ausmachen will, dann mache ich die weg eben. Ja, so als ja. Aber das Problem wäre, dann wäre dein Cap, glaube ich, so ein bisschen weg, weil das Ja, und meine Haare vorm Gesicht werden auch weg. Ja, ich habe wieder Nacht gemacht. Das ich find's. Steht da schon was drin, ne? Da steht überall was drin, nur nicht viel. Believe in it, you are da, you are dumm. Wenn man sich dumm verhält, ist man am lustigsten. Sei doch einfach lustig, Mann, und hör auf, meine Bücher zu kaufen. So, wir müssen Bilder. Hast du schon Alter! Du, lass uns mal weiterlaufen. Also, wir sind ein Team aus einer Abenteurerin, einer ausgewachsenen Katze und einer Comic-Königin. Ich bin Minecraft-Profi! Minecraft-Profi-Katze. Tiger. Minecraft-Survival-Games-Profi. Tiger. Tiger, kann man mich auch nennen. Ich bin so ein Moped-Profi. Ich hab ein Dorf gefunden. Ah, nee, ich hasse ein Dorf zum Beispiel. Ein Dorf! Ich komm jetzt zu dir. Ja, das oh, ein Dorf! Ich hab ein Dorf! Ja, was wirklich? Das hab ich auch schon das, gefunden. Das wird mein Dorf wahrscheinlich, wo ich eine Burg baue. Hallo? Es ist verlassen. Das sieht das sehr verlassen aus. Geisterstadt. Mann. Ich baue mal trotzdem eine Pitti, ist ein Glasfön. Oh, ein Räucherofen. Hat irgendwer Fleisch? Ja, das ist ein Blasfön. Ja, ich hab Fleisch. Uiuiui. Ja, aber hier ein Räucherofen steht. Was ist denn hier passiert? Kann man aber nicht reinstecken. Sind hier Pillagers gewesen? Oh, die Pillager muss ich einmal zurück. Nee, die Pillager sind ja da hinten. Vielleicht kann man ja die Vampire mit dem Zauber auf Andein heilen. Wer weiß. Aber vielleicht wollen sie gar nicht geheilt werden. Ein Vampir einfach irgendwo heilen. Obsidian. Hier ist eine Glocke. Du hast keine Diapete. Aber ich hab die Blöcke. Aber was? Aus der Schmiede. Oh, wow. Oh. Ihr lootet, wenn das nicht gerade dabei bin, einen Ofen aufzubauen und Steine zu bauen, wird wir eine Axt haben. Eine Katze! Hier ist noch eine Katze! Als hätten wir das noch nie in unserem Leben gesehen. Man könnte theoretisch ein paar Betten für sein eigenes Dorf mitnehmen, ne? Ja. Könnt ihr auch looten, ich habe einen Smoker gefunden. Ui, gelb. Ja, hier endet das Geisterdorf. Das Geisterdorf. Ja, da muss man aufpassen. Bei mir passiert das auch sehr schnell. Amerika, du hast bei meinem Video eigentlich was reingesprungen. Ich wollte so eigentlich so eine gruselige Aufnahme so machen. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Dann musst du da so lustige Musik drunter machen, direkt wenn ich reinspringe. So. Hast du deine Komödie, ey. Deine Komödie hier. Das hier wird meine persönliche Comedy-Show, okay? Ich habe eine Kiste mit Brote gefunden in dieser Zeug. Was hast du? Brote gefunden noch. Ich hab auch Brot. Ich hab dumm wie Brot. Ich bin bei einem kaputten... Aua! Sag mal! Oh, ich bin fast tot. Ich hab dich mit einer Karotte verprügelt. Ja, Karotte! Karottenkampf! Oh, Knochen! Knochenkampf! Hallo! Meine Karotte ist stärker als ein Knochen! Also, das schenke ich einem Vampir, wenn ich einen finde. Wo ist die Schlucht? Hier, bei mir! Und bei mir! Und bei mir! Tschüss, aber Amanda! Hallo! Hallo, geht noch! Meine Karotte! Meine Karotte will rachen! Und das war ich nicht! Ich komme!
Arschbombe. Ist Wasser, Leute. Ist Wasser. Ich bin runtergefallen. Und ich bin hinterhergesprungen. Oh, weil ich Leute, hier ist auch Wasser. Bin. Wieso springen denn nicht ins Wasser rein? Die sind im Wasser gefallen. Ja, aber nicht mit Absicht gesprungen heißt das. Du, ich nicht. So was kann ich noch mit einem Holzschampf heute nicht. Oh, ich meine gleich. Ich bin sowieso schon den ganzen Tag meine. Sie hat es wirklich getan! Oh mein Gott! Ein Creeper! Och nein, was macht der denn hier? In einer Höhle? Ich sehe keinen. Bamecker? Creeper? Du musst Oh Man sagen! Oh Man! So we back in the mind, guys. Wurf, das ist Copyright. Sie singt das so, dass man es mit dem Original verwechseln könnte. Wir kriegen bestimmt einen Strike. Deswegen, das ist Copyright. Oh, da war ein Creeper. Macht euch, was macht ihr? Ich farm gerade noch Eisen in Ruhe. Ich farm gerade Kohle. Leute, ich muss eigentlich jetzt hier aufhören. Das ist dir zu viel. Eigentlich müsste schon dann aufgehalten sein. Also wenn du hier rausgehst, ne? Dann könnte es schlimm enden. Oh. Meine Grundschullehrerin! Was? Okay. Gemeinsam. Ich hab sie einbauen. Ich hab für 37 Stunden Vergiftung. Bauen wir uns hier jetzt alle ein? Eben um mir einbauen, ich sterb sonst. Okay. Viel Guck Spaß mal, was dabei. Bei mir steht. Guck mal, was bei mir steht. Ich kann das obere nicht lesen, Moment. Jetzt hab ich Abenteuerin. Justina chillt hier bis morgen. Ich will nicht wegen einer Hexe sterben, mein erster Tod, nein. Das war meine Grundschullehrerin, okay, ein bisschen Respekt. Was ja die Hexe da? Ich bin froh, dass sie nicht mehr unterrichtet. Comedian. Kommt hier rein. So. Also, wir bauen uns hier eine Lounge rein. So, was brauche ich? Die Comedian-Lounge. Gegeben, das Holzschaf werde ich mir jetzt neu was bauen. Was machst du da? Du stellst doch mal im Bett in mich rein. Okay, wir brauchen hier ein bisschen Platz. Das ist etwas eng. Vor allem brauchen wir Licht. Ich hab Fackeln gebaut. Oh, war ich auch gerade dabei. Komm rein. So! Perfekt! Ich werde es gleich durchschieben, ich mal merken. So, dann sehen wir uns morgen. Ich hab mein Magenta-Bett nicht mit. Ich hatte Patienten-Initiative. Dafür habe ich ein gelbes und zwei weiße. Dann sehen wir uns morgen, ja? Ach, du hast das von den anderen noch geklaut! Ich hab ein Bett, beschwert euch nicht. Bei euch beiden. Tschüss. Warte, ich mach nochmal ab. Schlaf schön. Ja. Okay. So, als ob wir nicht gerade nebeneinander stehen würden. Okay, ich verstehe dieses Universum nicht mehr. Ich muss mein Bett umbauen. Okay, also treffen wir uns wahrscheinlich morgen irgendwann spontan wieder. Ich baue uns mal kurz die Decke höher, weil sonst verrecken wir eine Decke. Okay. Ja, das ist leider so. Oh mein Gott. Das war's mit dieser Folge. Ich habe noch immer einen Pfeil im Arm, den sonst niemand sehen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Und Moment, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, meinen Uploadplan. Das habe ich in der letzten Folge nämlich gleich am Anfang gesagt, deswegen habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich es hier nochmal erzählen muss. Also, folgendes. Ich versuche jetzt jeden Tag ein Video hochzuladen. Und ja, wenn es nicht klappt, tut es mir leid. Ich werde die Videos dafür aber, glaube ich, um 18 oder 19 Uhr erst hochladen. Also heute war es eine Ausnahme, dass es wieder um 14 Uhr kam. Ab jetzt wird es dann immer um 19 Uhr kommen. Ich hoffe, dass es überhaupt noch jemand mitbekommen hat. Ansonsten werdet ihr euch einfach wundern. Tut mir leid.
bis zum nächsten Mal und ciao!